Das gewohnte Bild am Tag der Arbeit. Die einen demonstrieren für einen gerechten Mindestlohn und die anderen supergeil, supergeil! Nutzten den prima Tag, um ordentlich Party zu machen. So auch wieder beim traditionellen Frühtanz in Spole. Mai ist der 1. Mai, da muss man feiern. Ihr seht ja selber hier, jeder ist hier, man kennt das hier nicht anders. Also so viel Spaß habe ich lange nicht mehr. Nach dem Motto, wer arbeiten kann, kann auch feiern, wurde das 500-Seelen-Örtchen mal wieder zur Ammerländer Party-Hochburg. Dabei ging es übrigens auch um Höchstleistung und Bestwerte, zumindest indirekt. Wir verkaufen Promille-Tester, also haben hier so ein Gerät, da kommt ein Mundstück drauf und wir können den Promillewert messen von den Leuten hier. Das 2,85 ungefähr, Pi mal Daumen, und das war auch ein reeller Wert. Also die Leute sind hier schon ordentlich voll. Genau. Das war übrigens um kurz nach 2, mittags. Für manche ist der gesetzliche Feiertag allerdings dann doch einer der Hauptarbeitstage im Jahr. Wir sind wunderbar in Sunset Bar hier. Wir sind die Kollegen von der Late Night Show, die jetzt gerade auf der anderen Seite spielen. Und wir sind dafür da, die Leute in Schwung zu bringen und dementsprechend hier die Party zu machen. Guck dir da um, das ist alles Spaß hier. Ja, es ist ein richtiger Partyboom hier. Geht ab wie Sau. Und so machte die Oldenburger Top 40 Band, was sie am besten kann. Stimmung. Die einen so, die anderen halt so. Wie in jedem Jahr.